begrüße euch wieder. Ja, ich begrüße euch wieder bei Star Wars. Ist ja bald soweit. 24.05. Han Solo, der Film. Na? Egal ob Flop oder nicht Flop, mir egal, ich schaue mir an. Gut, der Schauspieler jetzt. Können wir streiten, ob der da gut rüberkommt. Wir haben ja den Clip gesehen. Wir haben einen Teaser und sogar den Trailer, den amerikanischen Trailer gesehen. Es gibt sogar mittlerweile auch in Deutsch. Einige Fehlübersetzungen waren auch geschehen. Diese Fehlübersetzungen wurden dann halt schon gelöscht. Ne? Einige, die Sachen hier gesehen haben, nicht bei uns, sondern in der amerikanischen ins Deutsche übersetzt, waren da so einige Sachen irgendwie fehlgelaufen, irgendwie fehlinterpretiert oder fehlübersetzt worden, weil es wohl nach dem Super Bowl am 5. und 6. Februar war der Super Bowl und der Außenseiter hat gewonnen, das schon alleine. Und dann wurde auch der neue Marvel Black Panther vorgestellt und wir bleiben bei Star Wars. Wie gesagt, ob nun Ehrenreich hier, der Bursche, ob er wirklich das ist oder nicht ist, ist dahingestellt, müsst ihr selbst. Ich schaue mir an, ich schaue mir jeden Star Wars an, werde einen Teufel tun, diesbezüglich da irgendwas negativ zu sprechen. Mache ich nicht, weil es ist ein Film. Es geht darum, oder es ging schon immer darum, um Figuren zu verkaufen, den Spielwarenhandel und so weiter. Darum ging es, deswegen kamen Kenner damals und so weiter und so fort. Die Geschichten sind bekannt für die echten Star Wars Fans, braucht man gar nichts sagen. Warum da so viel genörgelt wird, weiß ich nicht. Ich habe 40 Jahre jetzt Star Wars hinter mir, 30 Jahre involviert der Arbeit und so weiter. Jetzt lasse ich dieses Jahr einfach mal im Jahre 2018 wie Disney selbst ausgleiten. Ob Han Solo was wird oder nicht wird, egal, ich habe ja die Dreharbeiten auch gesehen, sehe jetzt, was daraus gemacht wurde aus diesen sogenannten Autos, wo die da rumgefahren sind, ne? In diesem Kreis sind die da rumgefahren und was sie jetzt daraus gemacht haben für Rennen und so weiter, sieht ja gut aus, haben sie gut hingekriegt, also die Tricktechnik hat gut gearbeitet, aus den normalen Fahrzeugen ist halt was geworden. Man hat diese Fahrzeuge so genannt, im CGI noch ein bisschen verändert. Ja, ist so, das war ja ein normaler Chevy, der da gefahren ist und jetzt auf einmal da Raketenmotoren und so düster durch die Gegend. Auch die Droiden sind ziemlich pfiffig und witzig. Chewbacca hatte man uns halt noch nicht gezeigt, nur ganz kurz, wir den Arm über ihn genommen. Den Mentor hat man uns gezeigt, auch aus gewissen Sachen, die Dame wird jetzt schon gehandelt, Game of Thrones, die Darstellerin, die jetzt brünett, nicht blond oder beziehungsweise weißhaarig, sondern ne, Game of Thrones, die Darstellerin, wie gesagt, soll jetzt angeblich die Tochter, beziehungsweise die Mutter von Rey sein. Alle Leute, ich finde das so super toll, was da hineininterpretiert wird. Dann wird Han Solo ja auch der dunklen Macht zugeschrieben, weil er ja beim Imperator, beziehungsweise, muss ich unterbrechen, Grüße, haben wir was vergessen? Auf unserer Seite sehen wir ja viele Netzfunde, die wir da im Netz, wie gesagt, gefunden haben. Hier Solo Star Wars wurden die Gesichter verändert, weil man mit anderen Schauspielern doch, ne, und so. Wie gesagt, ihr seht einige Plakate, da spielen die Leute nicht mit, die ihr da seht, weil dieses aus einem Han Solo Kurzfilm, Schrägstrich Fanfilm. Viele fragen sich, warum aus diesem Fanfilm, der wirklich sehr gut angekommen ist, der auch im Auftrag irgendeines Preisausschreibens in Amerika gemacht worden war, dass dieser Darsteller es nicht geschafft hat, den Han Solo zu spielen. Ich kenne seinen Namen jetzt nicht, ich habe mich also noch nicht erkundigt. Viele hatten ihn mir hier vorgestellt, da habe ich auch reingesehen, ich muss mal eben gucken. Es läuft über mobile88.coms. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er heißt. Ne? Mal gucken. Also jedenfalls gibt es bei YouTube ja jemanden, der da den Han Solo spielt. In so einem Fanfilm. Und der sieht an sich gut aus. Hat er auch an sich gut hingekriegt. War auch alles in Englisch. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ist er nicht geworden. In der Aus Mickey Mouse, wir wissen, wer es geworden ist. Die Frage lautet jetzt nur, wird Han Solo wirklich dreimal erscheinen? Also wir werden drei Filme gemacht.
wäre super, wenn dreimal verschieden irgendwie, wie bei James Bond, haben wir uns ja auch dran gewöhnt, dass jeder irgendwie den James Bond darstellt. Irgendwann soll sogar James Bond Frau kommen, hat man mal so geunkt. Werden wir sehen. Han Solo jedenfalls ist der Liebling unserer, ja, Liebling, ist unser Liebling halt. Ist, ohne Han Solo wäre Star Wars, glaube ich, gar nicht das geworden, was es geworden ist. Also alle Hauptdarsteller, die wir hatten. Wir haben auch gerade noch gesehen, dass die Pre-Girls richtig verteidigt wurden. Die Pre-Girls sind ja jetzt, also die ersten drei sind ja nicht so gut angekommen, das wissen wir ja auch mittlerweile. Aber ist ja dann auch von der Portland wunderbar. Die Natalie Portman hat das verteidigt, hat sogar einen Rap gemacht. Mal gucken, ob ich ihn finde, dann zeige ich ihn euch auch den Rap. Wie gesagt, jetzt unterhalten wir uns, wie gesagt, wir haben Solo kurz, ganz kurz, wie gesagt, super kurz. Teaser und Trailer laufen. Und lassen uns überraschen, vielleicht im April nochmal ganz kurz, dass da vielleicht nochmal eben kurz einer kommt. Aber das geht jetzt ratzfatz. Ich meine, wir haben jetzt Karneval und passt alles. Man kann in Karnevalskostüm von Star Wars rumlaufen. Das macht jetzt richtig Spaß. Wir sind jetzt in der Karnevalswoche. Jetzt kommt die Weiberwoche, Altweiber. Und dann am Rosenmontag, dann der Rosendienstag in München-Gladbach. Man kann also dort doppelt feiern. Und dann kommt natürlich der Aschenmittwoch mit dem Aschenkreuz und den Gampus. Ja, Gampus heißt ja gar nicht, ne? Jedenfalls irgendeiner wird da verbrannt. Und könnte auch Gampus, ne? Könnte sein. Wenn er anders heißt, dann könnt ihr auch drunter schreiben. Also wie gesagt, Han Solo schaut und hört auf zu diskutieren. Es wurden schon einige Fehler gefunden, dass da am Auto irgendwas war. Was genau, müsste ich übersetzen lassen, habe ich noch gar nicht. Es geht schon los mit Hassen und es geht schon los mit der Plakatierung und das Ganze. Wisst ihr, Star Wars wurde erfunden, um Geld zu verdienen. Und wenn wir sehen, wie viele Milliarden die mittlerweile verdient haben, hallo Freunde, wir können an dem Kuchen nicht. Einige tun es, kaufen die Figuren und verkaufen die dann für sündhaft teuer weiter. Unser einziges Händler gibt die halt im Händlerbereich ab. Viel Spaß damit. Wir sind halt keine Sammler, wir hauen uns die schönen Sachen nicht als Sammler an die Wand, sollen die Leute natürlich animieren zu sagen, Mann, ich bin aber Fan, ich will aber haben, ob Han Solo da einschlägt, ob Han Solo uns da irgendwie tolle Sachen bringen wird, wissen wir nicht. Ich meine, so wie er ausschaut, ich meine, als Püppchen kann man ihn ja noch ein bisschen verfeinern, dann sieht er gut aus, diese Mähne da, diese, er sah schon ein bisschen komisch aus, also naja, da war Gate of Thrones. Die Dame sah da schon ein bisschen besser aus, mit ihren schönen langen Haaren, halt nicht weiß, sondern braun. Hallöchen, grüße. Viel kann man über Star Wars 2018 nicht sagen. 2018 wird ziemlich ruhig sein. Nach Han Solo ist erstmal lange ruhig, fast ein Jahr ist dann Ruhe. Vielleicht haben wir Glück, dass wir für Weihnachten, Neujahr irgendwas über 9 hören werden, dass da irgendwas eingearbeitet wird, ob Snoke wiederkommt, eingearbeitet wird, ob die Ritter von Ren dabei sein werden. Wir werden sehen, was die uns da vielleicht. Ansonsten, wenn wir Pech haben, dann halt im Mai, also in einem Jahr später vielleicht ein bisschen von Episode 9 zu erfahren sein wird, wissen wir jetzt auf keinen Fall. So, jetzt haben wir erstmal den Teaser und den Trailer, den amerikanischen, auch den verdeutschten haben wir mittlerweile und den haben wir uns ja angeschaut. Und der lief ja hier auch, habt ihr auch gerade gesehen. Wie gesagt, interpretiert euch das Ganze, wie ihr es gerne haben möchtet. Für die waschechten Fans muss man nichts sagen. Ihr könnt euch höchstens die neuartigen Kostüme anschauen und sich fragen, soll ich die direkt nachbauen? Soll ich die also schon 2019 präsentieren oder jetzt schon präsentieren? Zu Han Solo, ich meine, das, was er jetzt auch anhat, diese Art Cowboy-Kluft, er ist kein Rebell. Ja, er ist, gehört zu den imperialen Truppen, kriegt den absolut nagelneuen Transporter, den er da nimmt, ja, den Falken, aus denen er dann für sich und so weiter, ihr wisst die Geschichte, ich brauche es euch nicht interpretieren. Wie gesagt, wir sehen einen neuartigen, einen ganz neuen Falken mit ganz neuen Knöpfen.
mit komplett anders auf diese Klackschalter da, klack, klack, klack. Er macht alles an, schaut sich alles an, hat also auch Droiden, mit denen er arbeitet, die dann ersetzt werden irgendwann durch Chewbacca und so. Wenn wir vielleicht sogar Glück haben, wir wissen es ja nicht. Ist auch kurzweilig Darth Vader dabei, weil der Sternkreuzer, der dann durch diesen Art Tunnel fliegt, ne, diesen Wolkentunnel da oder kosmischen Tunnel, und die Fighter dann da rauskommen und hinter ihm her, da kann es schon sein, dass er ab da schon ein bisschen abtrünnig wird und dass die Imperialen sagen, was macht der denn da? Also eingesperrt war er auch, haben wir ja gesehen, wie die Gittertore hoch gingen, dein Name ist, aber Ruhe und so weiter. Sein Mentor haben wir gesehen, der an sich ein guter Darsteller ist, den wir also aus sehr vielen Filmen kennen, ich kann ja alle gar nicht aufzählen, wo er schon mitgearbeitet hat. Und uns sogar in den Hauptrollen erfreut hat. Und hier sind halt gute Nebenrollen dabei. Hallöchen! So, die meisten Fans, die auch gerade da waren, mögen Darth Vader. Alle hoffen, dass auch bei Han Solo Darth Vader vielleicht auftaucht. Wer weiß, keine Ahnung, vielleicht basteln sie da irgendwas ein, dass dann Darth Vader mit irgendwie dabei. Vielleicht läuft er da irgendwo bei den imperialen Truppen rum, keine Ahnung. Es geht ja an sich um Han Solo, wie Han Solo das wird, was er wird. Und wie gesagt, am Anfang ist er ein ganz normaler, der zu den Imperialen geht und dort ein Pilot werden will. So, und er will der beste Pilot werden. Was da noch eingearbeitet wird, weiß man nicht. Jedenfalls macht er einige schräge Nummern oder wird zu einem schrägen oder macht schräge Sachen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Noch einmal die Dreharbeiten diesbezüglich auf diesem Areal eines großen Fußballfeldes, so ungefähr vor den Toren der Studios in England, wo gedreht wurde, wo man Zaungast sein konnte, wie man dann sah, die Autos, die da fuhren, auch dieser Wagen, der da fuhr, der dann im Nachhinein bearbeitet wurde und der dann dementsprechend aussieht wie dieses fliegende Motorrad. Eine tolle Geschichte, das Ganze. Und wie gesagt, richtig, im Weltall gibt es kein Oben und auch kein Unten. Wenn man sich da fragt, wie könnte es oder wie konnte es sein, dass bei Episode 8, die Bomben und so weiter, die sind natürlich irgendwie gelenkt worden. Grüß euch, hallo. Ja, also wie gesagt, 2 Tage ist Han Solo Teaser und Trailer alt. Viele Diskussionen auch gerade von den Dresden noch gehabt über Star Wars. Wir hatten gerade wirklich Fans von Darth Vader da, absolute Fans von Darth Vader, weibliche Fans, ist klar, von Darth Vader. Dann hat man natürlich auch ein Gespräch über das Neue, über der Erfindung von Star Wars, Zweck, Spielwarenindustrie anzufeuern etc. Es lag natürlich ein Grund dahinter. Der Grund wissen wir. Lügen braucht keiner, weil er braucht oder kann nachforschen. Kenner, die Firma hat viel darüber erzählt, wie die da es versucht haben und wie und aus welchen Figuren die es dann doch geschafft haben, uns diese Figuren, die jetzt auch dort an der Wand hängen, erarbeitet haben. Wichtig ist, Star Wars ist Unterhaltung. Wichtig ist, Star Wars gehört einer Filmindustrie. Sagt das Wort Industrie und sollte nicht so dermaßen ins Inspect-Version oder erweitertes Universum hineingetragen werden. Natürlich im erweiterten Universum, da waren natürlich Han Solo und natürlich auch Luke Skywalker Freunde, sie waren auch verheiratet und so. Ey Leute, für diese Han Solo-Geschichte, die jetzt kommt, die einen Western darstellt, ein Abenteuer-Western und was weiß ich, wie Catherine Kennedy sich da ausgedrückt hat, bevor der Film gedreht wurde. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis er jetzt doch von jemand anderem zusammengesetzt wurde. Er wurde gut zusammengesetzt, was man da so sieht. Also wie gesagt, viele behacken sich jetzt auch, viele sagen auch, dass sie 100% ihn hätten haben wollen, also den Fan, den 100% Han Solo Fan und den Han Solo Fan Film, den ich euch den Clip davor gezeigt habe. Es gibt ja einen Han Solo Fan Film, fast 20 Minuten lang, wo die sich wirklich Mühe gegeben haben, wo sie auch den Regisseur gezeigt haben, auch einen Fan, der sich eine wahnsinnig gute Kamera hat, ausgeliehen und damit gearbeitet hat.
in der Wüste, um diesen Han Solo-Film in der Wüste in Kalifornien, da unten in der Gegend Texas, müsste ich recherchieren, wo genau die gedreht haben. Ja, war okay. War wirklich okay, die Story da, wie er da reintormelt, da mit den Skatenspielen und so weiter und so fort. Ihn hat man aber nicht genommen, ich weiß nicht. Ja, Luis Era Quello Guisto, keine Ahnung, Luis Era Quello Guisto. Jamie Costa. Jamie Costa, keine Ahnung, ich habe in allen Sprachen jetzt hier, die jetzt auf diesen Beitrag gestoßen sind, von diesem Fan, der da Han Solo gemacht hat, der heißt Jamie Costa. Genau, Jamie Costa. Und wenn wir ehrlich sind, jetzt sehe ich ihn auch erstmal. Ich meine, er hat auch da, sieht gut aus, also ist irgend so ein Nebendarsteller, ja. Saga Aftra, irgendwie Yves Must, keine Ahnung, ist ein Spanier oder Texaner. Days of Wine, James Costa, Days of Wine. Also ist also, wie gesagt, ein Darsteller. Ich habe, deswegen merkt ihr, ich hatte mich an sich Hunt for Christmas. Also er spielt diesen, er hat auch die Waffe, ist also stolz. Und ich schau mal, ob ich ihn halt bei uns auf die Seite noch bringen kann. Jamie Costa. Also Jamie Costa wäre vielleicht ein besserer Han Solo. Vielleicht könnte ja im 2 oder im 3 oder in der Serie, wer weiß, also Catherine hatte ja eine Menge vor mit Han Solo, könnte er ja vielleicht den machen, dass halt Erich da, ne, da einen macht oder so. Egal. Ne, ist halt so, ich werde ihn halt mal bei uns parken, weil er ist der wahre, echte Han Solo-Darsteller, Jamie Costa, bleibt ruhig, jeder für sich kann entscheiden. Wir können erst ab 1. Juni die Laudatio oder den Zerriss oder das Tolle auf den Weg bringen, weil dann wissen wir auch Bescheid, ob da was war oder nicht war oder wir vergessen es ungefähr.